Die Welt ist im Wandel. Das ist nicht nur ein Zitat aus dem Herrn der Ringe, das ist auch die perfekte Beschreibung für den aktuellen Zustand der Spielebranche. Microsoft kauft Activision und macht einen auf Netflix, Take-Two kauft Zynga und will mehr Mobile machen, Facebook will alle in die Virtual Reality verfrachten mit Oculus und jeder Heinz redet plötzlich sowieso vom Metaverse. Die Firmen wollen alle ihren Platz in der schönen neuen Welt finden. Und Ubisoft ist da auch ganz vorne mit dabei. Die Franzosen probieren extrem viel rum, um vielleicht irgendwo auf das nächste große Ding zu stoßen, was sie in neue Höhen katapultieren könnte. Und ich finde, das ist mittlerweile ein großes Problem. Spätestens nach dem Siedler-Debakel wissen wir nämlich, Ubisoft stochert hier ziellos im Nebel rum und opfert beliebte Spielemarken auf dem Experimentiertisch. Und das muss dringend aufhören. Dabei geht es den Franzosen eigentlich gar nicht so schlecht. Gerade das Geschäftsjahr 2020-2021 hat ihnen mit Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion Rekordumsätze beschert. Trotzdem zeigt es, dass sie noch recht stark vom Saisongeschäft abhängig sind. Sprich, wenn keine großen Spiele kommen oder die sogar verschoben werden müssen, dann bricht der Umsatz ein. Und von Gewinnen ist da noch keine Rede. Ubisoft hat kein Call of Duty oder FIFA, das einen gigantischen Cashflow über das gesamte Jahr bringt. Ihr Abo-Service Ubisoft Plus ist jetzt auch nicht dafür bekannt, mit seinen Abonnentenzahlen Rekorde zu brechen. Und Live-Games wie Rainbow Six Siege sind zwar durchaus beliebt, aber halt eben auch keine Gelddruckmaschine. Bedeutet also, floppt mal eines ihrer AAA-Spiele wie Assassin's Creed oder Far Cry, dann wackelt's in den Finanzen. Allen Spielen mit der vielbesungenen Ubisoft-Formel hängt immer stärker der Ruf der Innovationslosigkeit an. Das hat noch keine Auswirkungen auf die Verkaufszahlen, aber die Gefahr steigt, dass Spieler irgendwann keine Lust mehr haben. Das weiß Ubisoft ganz genau und deswegen versuchen sie mit aller Macht, neue Märkte aufzuschließen. Das hat schon letztes Jahr angefangen mit dem vollen Einstieg in den NFT-Markt. Da hatte man mit den Rabbids-Token zwar den Zeh schon im Wasser, doch lief das noch unter dem Deckmantel des guten Zwecks. Alle Einnahmen gehen an Hilfsorganisationen. Ubisoft Quartz soll jetzt die Plattform sein, auf der das Unternehmen in Zukunft seine digitalen Wertgüter für Geld anbieten möchte. Als erstes Spiel muss Ghost Recon Breakpoint herhalten. Der aktuellste Ableger der Ghost Recon-Serie kam zu Release nicht besonders gut weg. Die Welt leblos, die Gegner-KI dumm und die Mikrotransaktionen zu Beginn sehr dreist. Trotzdem konnte sich das Spiel über Zeit eine stabile Spielergemeinde kultivieren. Aus rein unternehmerischer Sicht ist es das perfekte Versuchskaninchen. Die Spielerbasis groß genug, der potenzielle Schaden verschmerzbar. Das Signal, was dabei aber gesendet wird, ist meiner Meinung nach katastrophal. Selbst wenn das NFT-Experiment scheitert, es alle hassen und der Ruf des Spiels dadurch auch leidet, für Ubisoft ist Ghost Recon unwichtig genug, dass es verschmerzbar ist. Tolle Ansage an die Fans, oder? Und genau das passiert mit den Siedlern auch gerade. Da probiert man sogar noch viel länger rum, die Reihe irgendwie in die Neuzeit zu holen. Mit mäßigem Erfolg. Der traurige Höhepunkt war bisher das Spin-off Champions von Anteria. Das sollte eigentlich mal Siedler 8 werden, aber das erste Konzept ist bei Spielern durchgefallen, weil es zu formelhaft war. Anschließend hat man eine Art Heldenstrategie-Dingens daraus gebastelt, mit dem man aber krachend gescheitert ist. 2019 dann der Paukenschlag, man hat den Siedler-Erfinder an Bord, jetzt wird alles gut. Und das erste Bild zur Ankündigung sieht auch richtig gut aus, mit komplexen Aufbauketten und schönem Gewusel. Doch daraus wird nichts. Das Siedler-Reboot wird auf unbestimmte Zeit verschoben und massiv umgebaut und vereinfacht. Das, was jetzt im kommenden März zum, wohlgemerkt, Vollpreis erscheinen soll, ist ein Schatten seiner selbst. Schon wieder. Und warum? Weil Ubisoft natürlich Geld damit verdienen will. Dabei jetzt aber auch Angst um die Anno-Serie hat. Anno 1800 hatte das Glück, zu einem riesigen Hit zu werden. Ich denke nicht, dass irgendjemand bei Ubisoft überhaupt damit gerechnet hat, jetzt jahrelang Season Passes für das Spiel zu verkaufen. Aber das ist jetzt so und ich meine, das ist ja auch gut so. Nur stand dann ein Siedler im Raum, das ebenfalls mit komplexer Aufbaustrategie punkten wollte. Potenziell ein Angriff auf die überraschende Cash-Cow Anno aus den eigenen Reihen. Also verkommt die Siedler wieder zum Versuchskaninchen und Blue Byte macht ein halbes Echtzeitstrategiespiel draus. Vermutlich im Wunsch, man könne vielleicht auf der Age of Empires Welle mitreiten. Oder sogar auf der Welle der MOBAs, die ja nach wie vor unfassbar viel Geld machen.
Das Praktische aus Geldgebersicht dabei auch noch, man muss in der Entwicklung nicht von vorne anfangen, sondern kann einfach die Bauteile der Grundlage umschichten, weg von Aufbau, hin zu Krieg führen. Oh, und natürlich hin zu ganz wichtigen Mikrotransaktionen wie farbigen Grenzsteinen. In diesem Fall wiegt das sogar noch schwerer, denn Ubisoft hat ja schon gezeigt, was aus Siedler hätte werden können. Aber auch hier, die Reihe ist klein oder auch egal genug, dass es für Ubisoft verschmerzbar ist, sie auf dem Experimentiertisch der möglichen Monetarisierung zu opfern. Erfolg werden sie damit aller Voraussicht nach wohl nicht haben. Die Leidtragenden sind am Ende wieder nur die Fans. Das ist natürlich auch viel Spekulation meinerseits. Was die wirklichen Beweggründe am Ende waren, das weiß nur Ubisoft. Wir werden sehen, wie weit sie bereit sind zu gehen in ihrem Streben nach der nächsten Cash-Cow. Mit dem Projekt Assassin's Creed Infinity wagt man sich ja sogar an die fetteste Sau des Unternehmens. Ein Online-Hub, der mehrere Spiele der Serie vereint, ist da im Gespräch. Eine Plattform für Assassin's Creed-Fans. Vielleicht ja auch gleich mit automatischer Anbindung zur NFT-Wallet oder ähnlichen Spielereien. Ubisoft wird wohl auch in Zukunft weiter herumexperimentieren und sie scheinen zunehmend mutiger zu werden. Oder verzweifelter, je nachdem. Die Linie dazwischen ist dünn. Doch sollten sie bei allem Herumstochern im Nebel dringend mal überlegen, wie viele Fan-Communities zu ihren Spielen sie eigentlich noch vergraulen wollen. Weil, naja, irgendwann sind vielleicht keine mehr übrig.